chorliebe.de und heute geht es eigentlich so um die Grundsatzfrage, die sich eigentlich stellt, wenn man sich meine Seite anschaut, wenn man sich Chöre anschaut, die Choreografie machen oder auch welche, die keine machen. Grundsatzfrage lautet, ist es wirklich notwendig, dass wir uns zu dem Ganzen, was wir eh schon leisten müssen auf der Bühne, auch noch irgendwelche Schritte merken müssen? Ja, macht Chorchoreografie überhaupt Sinn? Wann macht sie Sinn? Für wen ist das geeignet? Ist ein Kirchenchor zum Beispiel anders zu betrachten als ein Popchor? Kann man geistliche Musik überhaupt auf der Bühne choreografisch darstellen oder sollte man das lieber lassen? Ja, also diese Fragen erreichen mich natürlich besonders von den Leuten, die jetzt mit Chorchoreografie noch nicht so viel zu tun hatten und auch eigentlich nicht so gerne was zu tun haben wollen. Zu Recht, denn das ist ein schwieriges Thema. Ja, wir wissen alle, dass wenn wir sagen, mach dies, mach jenes, mach drei Schritte rechts, mach drei Schritte links, wie durcheinander das aussehen kann im Chor und dass das gar nicht immer ein Mehrwert ist. Also ganz grundsätzlich würde ich dazu meine Meinung mal kundtun wollen, die lautet, natürlich ist das nicht notwendig. Wir müssen keine Chorchoreografie machen. Niemand muss das. Ein Lied ohne Choreo ist nicht schlechter als mit. Beispielsweise, die Chorchoreografie ist nicht so etwas, was man tun muss. Sie ist ja im Prinzip eine Weiterentwicklung. Also das heißt, wir machen die Musik erstmal als akustische Kunstform und wir bringen das dann in ein visuelles Bild. Das hat auch nicht immer was damit zu tun, dass jemand tanzen muss zum Beispiel, sondern einfach unterschiedliche Aufstellungen können die Aussage eines Stückes ganz schön zur Geltung bringen, ohne dass da eine Unruhe reinkommt, beispielsweise. Nötig ist es aber nicht. Ja, es gibt ganz viele tolle Chöre, die sich nicht großartig bewegen auf der Bühne. Und das kann auch so sein und kann auch so bleiben. Die Chorchoreografie ist eine Spielart der Chormusik. Und wer Lust hat, das zu tun, wird auch merken, dass das einige sehr, sehr, sehr große Vorteile hat, wenn ein Chor geübt darin ist, choreografisch zu arbeiten. Ich würde ganz gerne einmal kurz nochmal diese Unterscheidung machen zwischen Bühnenpräsenz und Ausstrahlung und Chorchoreografie. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Beginnen wir einmal mit der Bühnenpräsentation, also der Präsenz und Ausstrahlung eines Chores. Da habe ich die Meinung, dass das dringend notwendig ist. Weil der Aspekt des Visualisierens von Musik, wie jeder selber Musik ausdrückt, emotional, über die Mimik, über den Stand, über die Kommunikation mit den anderen, das gehört zur Musik dazu. Das können wir da nicht rausnehmen. Ja, also man sieht jeder Musiker, der in seiner Sache aufgeht, bewegt sich. Ja, der hat Ausstrahlung, der hat Mimik. Ja, kann man mal beobachten, was die Muskulatur im Gesicht eines Musikers alles aussagt. Auch von Dirigenten beispielsweise, großartiger Dirigenten, wie zum Beispiel Leonard Bernstein. Da habe ich ja neulich auch mal ein Video gepostet, was man dort alles sehen kann im Gesicht. Was wir dort erkennen, ist der emotionale Gehalt von Musik. Und den sollten wir bei jedem Menschen, der Musik macht, erkennen können. Nicht übertrieben und auch nicht so nach dem Motto, jetzt mach mal dies oder mach mal das, sondern wir sollten erkennen, was den Mensch emotional mit der Musik verbindet und was er uns erzählen möchte auf musikalisch. Ne? Das ist ja eine eigene Sprache, musikalisch. Ne? Wir haben die Musik, wir haben den Text, wir haben die Noten und das alles macht das Große aus. Und was möchten wir transportieren? Das möchten wir gerne sehen. Es hat auch einen riesen Einfluss auf die Musik. Das ist nicht wirklich ein optischer Aspekt. Auch, ja, weil wir unsere Zuhörer und Zuschauer natürlich nicht langweilen wollen, aber das ist nicht der Hauptaspekt. Der Hauptaspekt ist, dass wir daran erkennen, dass ein Mensch ganz Musiker ist, dass er sich ganz angstfrei in die Musik reinbegibt und seinen Körper sprechen lässt. Und das ist nun ein Wert, wie ich finde, da kann man jetzt nicht mehr sagen, kann man machen oder kann man nicht machen, das gehört zu guter Musik dazu. Ist meine Meinung. Ne? Kann man natürlich anders sehen. Das ist also der Aspekt von Ausstrahlung und Präsenz. Hier geht es in erster Linie um Angstfreiheit. Es gibt ein ganz schönes Sprichwort, das heißt, Angst verhindert Hingabe. Und wenn ich Angst habe, einen Fehler zu machen, wenn ich Angst habe, dass ich mich lächerlich mache, wenn ich Angst habe, dass ich keinen Ansprüchen nicht genügen kann, dann sehe ich das in der ganzen Physiognomie eines Menschen. Und
wenn ich das nicht sehe, wenn ich Angstfreiheit sehe, dann bekomme ich überhaupt erst die Möglichkeit, in die Musik mit einzusteigen, mit der Gruppe, die ich anschaue. Das ist der Bereich Präsentation, ja? Chorpräsentation, Präsenz, Ausstrahlung, der eine Bereich. Der zweite Bereich, die Chorchoreografie, die beinhaltet ein bisschen mehr. Hier setzen wir Dinge, die wir akustisch aus der Musik entnehmen oder auch aus Texten entnehmen, in eine optische Form um. Das ist quasi ein wirklich künstlerischer Aspekt, das ist dann wirklich eine künstlerische Aufgabe und eine kreative Aufgabe. Es geht nicht darum, den Text zu illustrieren. Das sehe ich manchmal, also wenn ein Chor anfängt, ich bin ja heilfroh und finde das auch toll, wenn eine Gruppe anfängt so zu arbeiten. Anfangsfehler ist meistens, dass der Text illustriert wird. Ja, die Erde, die Sonne, ich schaue, es regnet oder was auch immer. Ne? Neulich habe ich mal eine Fortbildung gemacht und eine der Teilnehmerinnen sagte, das heißt Mickey-Mousing. Und ich finde, das Wort ist super. Ne? Also wie in so einem Zeichentrickfilm wird einfach illustriert, was dort passiert. Und das ist, sagen wir mal, die Anfangsstufe von Choreografie. So kann man mit Kindern gut arbeiten und ist auch wunderbar. Aber im Verlaufe der Arbeit sollte man immer mehr davon wegkommen, weil das keinen künstlerischen Aspekt hat, sondern einen illustratorischen sozusagen. Ne? Wir illustrieren, was wir singen, so als könnte man vom Text jetzt nicht, den Text nicht verstehen. Das ist nicht gemeint. Chorchoreografie setzt Emotionen um. Ja, beispielsweise, wenn etwas lauter wird, wenn etwas dringender und intensiver wird, dann könnte es sein, dass der ganze Chor sich nach vorne ausrichtet und nach vorne dreht. Schon das ist ja eine Änderung der Form und damit auch eine Änderung der Choreografie, obwohl man noch nicht sagen würde, wir tanzen. Das muss auch gar nicht sein. Aber alleine das Übernehmen von der Dynamik beispielsweise in die Körperhaltung, aber auch wenn man sich den Chor als großen Körper vorstellt, als sprechenden Chorkörper sozusagen, kommuniziert einfach mit den Menschen nochmal auf einer anderen Ebene mit den Zuschauern. Auch übrigens hat das einen Effekt auf die Sänger selbst, aber davon sprechen wir dann später mal. Also wir illustrieren nicht, sondern wir setzen Kunst um, in eine neue Form. Ja, wir sagen, dies ist die Musik, dies ist der Text und was passiert, wenn wir das zusammenbringen? Was kann man daraus optisch machen? Das kann eben, wie ich gerade sagte, anfangen von einer leichten Aufstellungsvariation. Das kann aber weitergehen auch über Aufstellungsveränderungen, über Formationsveränderungen auf der Bühne. Das kann aber auch Tanzen bedeuten. Ja, je angstfreier eine Gruppe ist, je mehr sie das einfach so aus Leidenschaft und aus Spaß heraus tut, desto besser. Ja, dann haben wir noch das Thema, für welche Chöre ist das eigentlich geeignet? Und da kann ich nur sagen, wie man Lust hat. Das kann jeder Chor machen. Man kann wunderschöne Verstärkungen von emotionalen Inhalten auch bei sakraler Musik beispielsweise hinbekommen. Ne? Das ist ganz toll, wenn man die Stufen nutzt und wirklich, da würde man ja nicht anfangen, plötzlich loszutanzen. Also das ist ja nun klar, weil wir ja die Musik umsetzen. Ne? Wir haben ja nicht irgendwas Drittes, was wir gelernt haben, was wir sagen, das packen wir auch noch rein. Nee, wir setzen ja die Musik um. Und wenn die Musik getragen ist, wenn die Musik, ja, majestätisch ist und auch das Bild sich majestätisch verändert, dann ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Ich kann also wirklich nur dazu animieren, das auszuprobieren und was die größten Schwierigkeiten sind und wie wir die überwinden, zeige ich dann auch noch in den nächsten Videos, in denen es darum gehen wird, ja, was macht eigentlich Angst mit einem Menschen? Und wie können wir eigentlich in der Chorprobe ein bisschen was von Spielfreude und Fehlerfreundlichkeit und Angstfreiheit vermitteln, sodass das, was dort auf der Bühne dann hinterher passiert, auch wirklich eine emotionale Ausstrahlung hat. Okay, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald. Chorliebe.de